Es war das erste Mal, dass ein so großer Wettkampf in Jena stattfinden konnte. Möglich war dies alles nur aufgrund der neuen Sportschwimmhalle, die mit einer 50-Meter-Bahn und moderner Ausstattung die Anforderungen an einen solchen Wettkampf erfüllen konnte. Und durch diese neue Halle haben wir natürlich das neueste, modernste Schwimmhallenprojekt in Deutschland, mit dem wir gerade hier schwimmen können, mit der besten Technik, besten Ausstattung. Klar gibt es hier und da kleine Zipperlines, die man jetzt noch einrüttelt, damit das alles reibungslos funktioniert. Aber wir sind sehr froh drauf, dass wir eine super Wasserqualität, eine super Beckensituation, eine super Trainingsstätte jetzt hier nach Jena holen konnten. Die Sportlerinnen und Sportler waren aber nicht nur aus Thüringen, sondern auch aus anderen Ecken Deutschlands angereist. Insgesamt kamen die rund 100 Teilnehmer aus 5 verschiedenen Bundesländern, die sich in den Disziplinen 400 Meter Lagen sowie 400, 800 und 1500 Meter Freistil behaupten durften. Die Sportler traten in unterschiedlichen Altersklassen gemeinsam gegeneinander an, wurden aber getrennt gewertet. Am Ende konnten sich auch die Jenaer über Medaillen freuen. So gewann Arthur Sämann von der WSG Jena-Lobeda in seiner Altersklasse über 800 Meter Freistil. Die Teilnehmer waren insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf des Wettkampfes. Die WSG Jena-Lobeda freut sich darauf, auch in Zukunft noch weitere große Wettkämpfe in der neuen Halle austragen zu können.